Man hat als Medizin auch keine große Freude damit. Das sollten auch wirklich nur Ausnahmefälle sein. Und hier großzügig, ohne Aufklärung, das anzupreisen, das ist fahrlässig in meinen Augen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Caroline Hungerländer, ich bin Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin in Wien. Und im Wiener Gemeinderat haben wir in letzter Zeit ganz, ganz viel über das Thema drittes Geschlecht, Transgender bei Kindern und Jugendlichen diskutiert. Und ich habe gemerkt, dass einiges an Unwissen und einiges an fehlendem Wissen. Und deswegen habe ich das gemacht, was Politiker eigentlich immer tun sollten. Ich habe externe Expertise von einem Experten angefragt und sitze heute hier mit Herrn Professor Dr. Johannes Huber. Er ist Theologe und Endokrinologe und Gynäkologe und der Experte auf diesem Gebiet. Und ich werde jetzt ein interessantes Gespräch führen mit Professor Dr. Huber und lade euch ein, euch zu informieren, das Gespräch anzuschauen und euch eine eigene Meinung zu bilden. Herr Professor, guten Tag. Guten Tag, grüß Gott. Schwieriges Thema, drittes Geschlecht, Transsexualität, Intersexualität, es schwirren so viele Worte im Raum herum. Können wir vielleicht einmal die Frage klären, was ist denn dieses biologisch gesehen, dieses dritte Geschlecht, dieses, was als divers und inter bezeichnet wird? Gibt es das? Wenn es das gibt, was ist das? Also grundsätzlich muss man sagen, dass wenn Menschen mit ihrer Geschlechtszugehörigkeit Probleme haben, dann soll man ihnen helfen. Auf der anderen Seite hat die Evolution eigentlich nur zwei Geschlechter konzipiert. Und diese zwei Geschlechter sind deswegen geschaffen worden, damit zwei Individuen, Mann und Frau, bei der Zeugung einen dritten, nämlich das Kind, hervorbringen können. Und die zwei Genome, also die zwei Gene, die die Eltern tragen, die können dann gemischt werden und das ist ein enormer Überlebensvorteil. Und von daher gesehen gibt es eigentlich auch von der Natur konzipiert nur zwei Geschlechter. Wenn man dann manche Formen der Intersexualität wahrnimmt, dann sind das tatsächlich Normvarianten, die gibt es schon, allerdings konzipiert von der Evolution sind nur zwei Geschlechter. Also jetzt haben wir über das biologische Geschlecht gesprochen. Wenn es um Transsexualität geht, ist aber mitunter auch das soziale Geschlecht gemeint. Also Genderdysphorie meint, man fühlt sich im falschen Körper geboren oder wie diese Formulierung auch oft verwendet wird, man hat eine falsche Geschlechtszuschreibung. Diese Formulierung basiert ja auf der Annahme, dass bei der Geburt das Geschlecht zugeschrieben wird vom Doktor und nicht biologisch vorhanden ist. Wenn ich Sie jetzt frage, so Transsexualität, Genderdysphorie, was bedeuten diese Begriffe? Ja, der Hauptbegriff besteht darin, dass ein Mädchen sich in dem Körper des Mädchens nicht wohlfühlt und lieber ein Junge wäre und umgekehrt auch so. Und mit Recht fragt man natürlich, wieso kommt das und wieso entsteht das? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Eine Möglichkeit, die wahrscheinlich die erste ist, die wahrscheinlichste, besteht darin, dass nicht nur die Chromosomen selbst, die ja bei der Zeugung festgelegt werden, entscheiden, ob das Kind dann in Richtung Mädchen oder Bub geht, sondern dass während der Schwangerschaft auch noch eine Mini-Pubertät erfolgt, und zwar in der Gebärmutter der Frau. Und da werden die entsprechenden entweder weiblichen oder männlichen Hormone gebildet. Und das, was in den Chromosomen angelegt ist, das wird dann hormonell präjudiziert bzw. legitimiert und begründet. Und wenn es in dieser Periode Störungen gibt, nicht, wenn die Mutter zum Beispiel Pestiziden in hohen Mengen ausgesetzt ist, dann ist diese Mini-Pubertät in der Schwangerschaft gestört. Dann hat das Kind zwar ein zum Beispiel männliches Geschlecht, aber wenn in der 12. oder 13. Woche die männlichen Hormone durch Pestizide oder andere Einflüsse unterdrückt werden in der Mutter, dann kann diese hormonelle Ausrichtung nicht entsprechend der Gene erfolgen und dann kommt es zu einer Divergenz, nämlich die Chromosomen sagen etwas anderes, als das Kind sich dann letzten Endes auch selbst interpretiert und fühlt. Und das ist wahrscheinlich die häufigste Ursache, warum diese Divergenz besteht. Ich sage noch einmal, diesen Menschen muss man helfen, gell? Aber es ist nicht die Norm, sondern nur eine Normvariante. Als Politikerin sage ich aber, wir haben zeitgleich sehen wir einen starken Anstieg an Förderungen für Vereine, die in Schulen gehen, die mitunter in Kindergärten gehen und jungen Menschen erklären, sie könnten doch Transgender sein, heruntergebrochen.
Wir sehen es auch auf YouTube, wir sehen es auf TikTok, wo so ein Transgender-Lebensstil fast schon angepriesen wird, wo Menschen, die eine Geschlechtstransition durchgemacht haben, erzählen, wie gut es ihnen danach geht. Also ich sehe schon auch das Problem, dass es direkt beworben wird oder dass junge Menschen, die in der Pubertät sind, ohnehin schon verunsichert sind, über ihre Identität dann vielleicht in eine Richtung gedrängt werden, was gar nicht ihre wahre Geschlechtsidentität ist. Oder sie sind, Fälle gibt es auch, sie sind in Wahrheit homosexuell, auf dem Weg, das herauszufinden, werden sie in die falsche Richtung gedrängt, wird ihnen eingeredet, sie wären transsexuell. Deswegen würde mich interessieren, was passiert denn eigentlich in der Pubertät, besonders nämlich in der weiblichen Pubertät, denn die meisten Fälle, die wir aktuell haben, sind ja pubertierende Mädchen, die meinen, im falschen Körper, sprich eigentlich Männer zu sein. Das ist völlig richtig, das sind 80% nicht von allen, die Identitätsstörungen haben oder Probleme haben. Und die Frage ist deswegen wichtig, weil die Pubertät des Mädchens eine ganz andere ist als die Pubertät des Knaben. Der Mann hat nur ein Geschlechtshormon, die Frau hat drei. Und in der Pubertät erwachen alle drei. Und das ist natürlich ein biochemischer Tsunami im weiblichen Körper, wo sehr viele Turbulenzen entstehen können und wo auch das Mädchen extrem sensitiv und sensibel wird. Und wenn in dieser sensiblen Phase, wo sich oft alles von Tag zu Tag ändern kann, wenn hier Probleme auftreten, zum Beispiel mit den Eltern, sehr häufig, nicht mit Schulkolleginnen, Mobbing oder mit den Lehrern, dann flüchten sich manche Mädchen kurzfristig in die Hypothese, die Änderung des Geschlechtes könnte sie von diesen Problemen befreien, nicht? Und versuchen dann, hier ihr Heil zu suchen, anstatt das Grundproblem zu lösen. Und dann kommen sie aber nach kurz oder lang drauf, dass auch mit einer Geschlechtsveränderung die ursprünglichen Probleme nicht gelöst sind, und dann sind die Tränen nachher stärker als vorher. Und deswegen glaube ich, man soll Menschen helfen, die Identitätsprobleme haben, aber sie nicht in der Pubertät, in dieser Phase, wo mehr oder weniger sich vieles ändert, und zwar von Tag zu Tag. Hier soll man nicht beeinflussen und hier soll man nicht also prägend versuchen einzugreifen. Und dann natürlich auch, weil sie die Förderungen angetroffen haben, das stoßt uns natürlich besonders auf. Denn ich habe vor 25 Jahren die Transgender-Ambulanz gegründet im AKH, die erste auf deutschsprachigen Raum. Und eigentlich müsste man viele unserer Interventionen im Rahmen von klinischen Studien leiten. Wir haben zu wenig wissenschaftliche Daten. Wir wissen auch nicht, wenn eine langjährige Hormontherapie erfolgt, wie wirkt sich das dann beim entsprechenden Menschen auf. Und das müsste wissenschaftlich untersucht werden. Und wenn schon Geld von den Parteien ausgegeben wird, dann doch bitte nicht, um Werbung zu machen, sondern um diesen Studien zu helfen, um also der Wissenschaft zu helfen, um die zu unterstützen. Das wäre gut angelegtes Geld, aber nicht also eine Promotion in Kindergärten und bei jungen Mädchen und jungen Menschen vor allem, die dieses Problem ja noch gar nicht stellen. Die Kinder stellen das Problem nicht. Und ich persönlich glaube, man soll es beantworten, wenn die Kinder fragen, aber man soll sie in einem Zustand, wo sie nicht fragen, nicht belasten, denn es ist eine Belastung. Das ist ein passendes Wort zum Thema Drag-Lesungen, das wir jetzt auch in letzter Zeit sehr intensiv diskutiert haben im Wiener Gemeinderat, weil sie gesagt hat, die psychischen Probleme, mit denen jugendliche Mädchen konfrontiert sind, da gibt es ja den bekanntesten Fall, das ist Bell versus Tavistock. Tavistock ist eine NHS-finanzierte Klinik in Großbritannien, in London. Und diese Klinik vergibt Hormone, Pubertätsblocker an Jugendliche und wurde geklagt von einer jungen Frau, die mit 16 begonnen hat, Pubertätsblocker einzunehmen, später ihre Brüste entfernen hat lassen und es danach bitter bereut hat, weil sie draufgekommen ist, dass die wahren Gründe im Alkoholismus ihrer Mutter lagen, darin, dass sie in Wahrheit lesbisch war, sich Probleme hatte, sich damit zu arrangieren, das zu akzeptieren, ihre Identität zu finden, sozial isoliert war. Also eine ganze Sammlung an pubertätsbedingten Herausforderungen. Und dann am Ende des Tages, wie sie sagt und wie auch das Gericht festgestellt hat, zu einfach Pubertätsblocker bekommen hat. Sprechen wir über diese Pubertätsblocker. Das wird angepriesen als die Stopptaste drücken. Also man schiebt das Einsetzen der Pubertät ein bisschen nach hinten, so lange, bis sich der oder die Betroffene sicher ist, welche Geschlechtsidentität nun hat. Was ist Pubertätsblocker aus einer medizinischen Sicht? Gibt es dazu Langzeitstudien? Wissen wir,
Ob das reversibel, irreversibel ist, was ist das? Das ist ein großes Problem und man hat als Medizin auch keine große Freude damit. Das sollten auch wirklich nur Ausnahmefälle sein. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Pubertät ist ein enormer Wachstumsschub in der Periode eines Menschen. Und vor allem beim Mädchen ändert sich in der Pubertät alles. Da ändert sich das Immunsystem, da ändert sich die Gehirnstruktur sogar, es ändert sich der Knochen, nicht? Und wenn man das unterbricht, dann greift man wirklich elementar in einen biologischen Prozess ein, dessen Folgen wir noch nicht kennen, weil es keine Langzeitstudien gibt. Und hier more or less großzügig, ohne Aufklärung, das anzupreisen, das ist fahrlässig in meinen Augen. Und deswegen glaube ich auch, wenn es wirklich notwendig wäre, dann müsste das alles über klinische Studien laufen. Wir müssten es begleiten und wir müssten sehen, was wird daraus und wie entwickeln sich dann die so Behandelten. Aber mehr oder weniger als großen Feldversuch, es einfach zu verschreiben, nicht uns zu machen, also das ist fahrlässig. Also ist das experimentell? Was es ist ein experimentelles Vorgehen, denn gerade dafür brauchen wir auch nicht Studien, die nur 3 Monate laufen, sondern man braucht Langzeitstudien und die fehlen hier völlig. Und wir wissen außerdem, dass eine gegengeschlechtliche Hormonbehandlung, die ja dann auch notwendig wäre, dass die mit Risiken einhergeht, wie zum Beispiel mit dem Risiko eines Meningioms. Das ist ein Gehirntumor, der nicht sehr erfreulich ist, das muss man dazu sagen. Und darüber müsste eigentlich auch aufgeklärt werden. Und wenn ich mir das Prozedere dieser Londoner Klinik anschaue, die Aufklärung hat völlig gefehlt, nicht? Und das ist meines Erachtens nach ein ganz wichtiger Punkt. Bei jeder Hautcreme, die Sie verschreiben, müssen Sie die Patientin aufklären und ist auch im Beipackzettel die Aufklärung drin, was diese Hautcreme anstellen könnte. Na, um wie viel mehr nicht da? Also da hat man eine Absicht und man merkt die Absicht, indem man auf all diese Dinge verzichtet. Und wenn man die Absicht merkt, dann ist man eigentlich verstimmt. Herr Professor, wir haben festgestellt, dass Pubertätsblocker keine Stopptaste sind, sondern eigentlich eine Weichenstellung zu Hormontherapien, weil die Daten eben zeigen, dass nahezu alle Jugendliche, die Pubertätsblocker nehmen, danach auch Hormone nehmen müssen. Und sind, soweit ich weiß, Hormontherapien müssen ein ganzes Leben genommen werden. Was weiß man darüber schon? Gibt es Langzeitstudien? Weiß man, ob die Fertilität beeinflusst wird? Können Sie mir das medizinisch erklären, was eine Hormontherapie macht im Körper? Ja, man weiß viel zu wenig. Man führt bei der Hormontherapie die Hormone des anderen Geschlechtes zu. Also wenn zum Beispiel ein Mädchen ein Knabe werden möchte, dann müssen die weiblichen Hormone unterdrückt und die männlichen angeregt werden. Und das ist schon ein gewisses Problem, wo wir Langzeitstudien benötigen, die wir nicht haben. Und wenn schon die ganze Causa von politischen Parteien subventioniert wird, dann bitte nicht die Werbung, sondern eher die Studien, die wir benötigen, um das letzten Endes auch abzusehen, wie sich die Dinge entwickeln. Ich erinnere nur an die Hormonersatztherapie-Diskussion, die es ja seit 20 Jahren gibt. Frauen sind im Wechsel, haben furchtbare Beschwerden und bekommen für 2 oder für 1 Jahr ein Hormon verschrieben. Was war da für eine Aufregung wegen der kleinen Möglichkeit, Brustkrebs zu bekommen, die sich übrigens gar nicht jetzt als richtig realisiert hat. Das war ein Tsunami in den Medien. Und hier würde man allerdings Hormone ein Leben lang verschreiben, das heißt über Jahrzehnte, weil man ja das andere Geschlecht möchte, das man nicht hat. Und da brauchen wir erstens einmal Langzeitstudien und zweitens einmal müssen die entsprechenden Menschen auch aufgeklärt werden, dass sie ein Leben lang Hormone nehmen müssen, nicht? Dass sich manche Firmen, pharmazeutische Firmen, hier natürlich freuen und möglicherweise noch einen Konflikt auf Interesse haben, das steht auf einer anderen Seite. Also eine lebenslange Einnahme von Hormonen, wie schaut es denn mit der Fertilität aus? Ja, die wird natürlich unterbunden bzw. unterdrückt, nicht? Wenn zum Beispiel ein Knabe ein Mädchen werden würde, es ist zwar selten, ein 20%, aber das gibt es auch nicht, dann braucht dieser Bub ein Antiandrogen, also gegen die männlichen Hormone, die er selbst produziert. Damit ist seine Spermaproduktion zum Beispiel arretiert. Vor allem passiert aber dann eines, dass männliche Gehirn braucht die männlichen Hormone und wenn die männlichen Hormone entzogen werden, dann entsteht eine Gefahr, nämlich eine Gefahr, dass sich Tumore bilden im Gehirn. Und der häufigste Tumor ist das Meningiom und das müsste man natürlich auch bei der Hormonersatztherapie in dieser Form aufklärend sagen. Man müsste also die entsprechenden Informationen gut formulieren
Und vor allem bräuchten wir Studien. Und diese Studien gibt es im Langzeitmodus nicht und die müsste man machen. Daher glaube ich persönlich, wenn man Menschen hilft, und man soll ihnen helfen, nicht, dann soll man das allerdings in Form von klinischen Studien machen, so wie es in Skandinavien bei vielen anderen Fragen ja möglich ist. Und dann hätten wir Wissenschaftler auch bessere Erkenntnisse. Es ist eines der Hauptargumente, eben, dass man Menschen hilft, glücklich zu sein. Jetzt gibt es aber inzwischen sehr viele Fälle von Detransition, also Leute, die drauf gekommen sind, sie sind gar nicht glücklich mit der Geschlechtsumwandlung und möchten es wieder rückgängig machen. Gibt es auch online sehr viele dokumentierte Fälle, die dann erzählen, wie es ihnen dabei geht und eben erzählen, dass gewisse Dinge nicht mehr reversibel sind. Naja, vor allem, wenn operativ vorgegangen wurde, dann ist das natürlich eine Katastrophe. Und wenn man sich überlegt, eine Mastektomie, also eine Entfernung bei der Brüste, das ist kein Sonntagsspaziergang, das ist schon ein ordentlicher Eingriff in den weiblichen Körper. Wenn man dann versucht, das rückgängig zu machen, indem man Brustimplantate sich wieder einoperieren lässt, also das sind schon enorme Eingriffe. Und auch darauf müsste eigentlich bei der Vorbereitung, bei der Aufklärung Rücksicht genommen werden. Und das ist meines Erachtens nach ein großes Problem, dass die Aufklärung insuffizient ist. Aber wenn dann die Person einfach aufhört, die gegengeschlechtlichen Hormone zu nehmen, also sie hatte keine operativen Eingriffe, sie hat einfach nur Hormone genommen, hört auf, diese zu nehmen, sind alle Effekte wieder rückgängig zu machen? Ja, so einfach kann man das sicher auch nicht sagen. Und man denke nur an ganz ein einfaches Beispiel. Die Pille, die normale Pille, die eine Frau nimmt, wobei ich ein Vertreter der Pille bin, das muss ich auch dazu sagen, wenn die lange Zeit eingenommen wird, vor allem nach der Pubertät, dann kann es vorkommen, dass das Mädchen dann mit der Pille aufhört oder die Frau und plötzlich hört auch die Blutung auf, die kommt nicht mehr. Und man hat große Mühe, also hier die Blutung wieder zu induzieren. Daher Langzeitfolgen, auch nach einer langen gegengeschlechtlichen Hormonbehandlung, die sind zweifellos möglich und vorhanden wahrscheinlich auch. Auch hier brauchen wir Studien. Das Ärgste sind natürlich operative Interventionen. Nicht? Bei den Hormonen kann man bis zu einem gewissen Grad hoffen, dass der Körper dann doch noch so klug und so resistent ist, dass er nach einer gegengeschlechtlichen Behandlung, wenn man das nicht mehr haben möchte, dann wieder in den normalen Modus hineinkommt. Das gibt es schon. Nicht? Allerdings selbst bei der Pille ist es nicht selbstverständlich. Nicht? Wie unwahrscheinlich oder wie problematisch mag es dann auch bei der gegengeschlechtlichen Behandlung sein? Der Grund, warum wir uns diesem Thema jetzt so intensiv widmen, ist, weil es neue Behandlungsempfehlungen gibt von einer amerikanischen Organisation, die heißt WPATH. Ihr findet alle Informationen, wie gesagt, unten beim Link. Und diese Behandlungsempfehlungen sollen eventuell nach Österreich gebracht werden. Tatsächlich gibt es einen Verein, der nennt sich Courage, der wurde jetzt durch den Wiener Gemeinderat, sprich durch den Stadtrat der NEOS, gefördert. Und dieser Verein möchte gerne, dass diese Behandlungsempfehlungen in Österreich etabliert werden. Und die Kritik daran ist riesig, tatsächlich auch in internationalen Qualitätszeitungen. Da stehen Dinge drinnen, wie dass kritische Eltern im Notfall übergangen werden können. Oder dass es keine psychologische Beratung im Vorfeld unbedingt braucht. Das ist deswegen problematisch, weil eben Zahlen zeigen, dass Pubertierende, die Genderdysphorie haben, in Wahrheit ein darunterliegendes anderes psychologisches Problem haben, das eigentlich gelöst werden sollte. Weiteres Problem in diesen WPATH Behandlungsempfehlungen ist beispielsweise, dass die Geschlechtsidentität Eunuch auf einmal eingeführt wird, die anerkannt werden soll als Geschlechtsidentität, und für die Betroffenen wird Kastration empfohlen. Weiteres Problem ist, dass nur Affirmative Care empfohlen wird. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn eine jugendliche Person mit der Selbstdiagnose Geschlechtsdysphorie in eine Einrichtung kommt, diese Selbstdiagnose gar nicht hinterfragt werden darf, sondern dass die Selbstdiagnose anerkannt wird und auf Basis derer der Patient behandelt wird. Also überhaupt keine psychologische Hinterfragung, welche Probleme hat denn dieser Mensch tatsächlich, ist es tatsächlich eine Geschlechtsdysphorie oder sind es eben andere Gründe, also diese bestätigende Affirmative-Behandlung. Das sind
meines Erachtens sehr, sehr problematische Dinge, die meines Erachtens in Österreich nicht Standard werden sollten. Herr Professor, ich nehme an, Sie sehen das ähnlich. Ich sehe es genauso, weil wir ja alle wissen, dass unsere amerikanischen Freunde nicht nur Heilige sind und dass der American Way of Life nicht unbedingt der europäische Way of Life ist. Also das müsste man überlegen, und vor allem unsere Politiker müssten sich das durch den Kopf gehen lassen und nicht irgendein Schlagwort aufgreifen, ohne rückzufragen, was das medizinisch überhaupt für Komplikationen und Probleme macht. Aber leider ist es halt, und ich möchte da natürlich hier nichts gegen die Politik sagen, aber leider ist es oft so, dass manche Politiker völlig unbelesen sind. Ich reflektiere hier auf den deutschen Sprachraum, also auf Deutschland und wenig auf Österreich. Und die Unbelesenen sind halt leider im Vormarsch. Und dann kommen solche Entscheidungen, die wir Wissenschaftler eigentlich bejammern und wo wir unglücklich sind. Das hätte man oder das könnte man verhindern, indem man eine breite wissenschaftliche Gemeinde zu einer Diskussion einladet und auch andere Stimmen zu Wort kommen lässt als die von einigen Amerikanern. Ja, also das merkt man sehr deutlich, dass die Diskussion im anglosächsischen Raum viel größer ist als bei uns. Bei uns ist es nahezu unmöglich, dass selbst dass Qualitätszeitungen überhaupt darüber schreiben. Ja, also es fällt uns sehr, sehr schwer, eine breite gesellschaftliche Diskussion auf einer fachlichen medizinischen Basis zu initiieren. Und genau die braucht es aber. Und deswegen bin ich so dankbar, dass Sie heute mit mir gesprochen haben. Und damit sind wir auch am Ende des Videos. Alle Informationen findet ihr unten stehend. Ich habe alle Links vorbereitet. Bitte informiert euch selber. Bitte teilt das Video, teilt die Informationen. Und das sage ich als Mutter, auch an andere Eltern. Informiert euch, womit unsere Kinder heutzutage konfrontiert sind, und überlegt euch, wie ihr ihnen da am besten helfen könnt, wie ihr sie am besten begleiten könnt, wertschätzend begleiten könnt. Außerdem freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr die Glocke drückt. Ich mache weitere Videos zu diesem wichtigen Thema. Freue mich, wenn wir gemeinsam diesen Weg der Wissensgenerierung gehen.